Ja, ich schraube den ganzen Tag an Autos herum. Mal mechanisch, mal elektrisch, bin ich mit dem Multimeter auf Fehlersuche. Ich bin Erik Petschke, 21 Jahre alt und ich lerne in Cottbus, im Autohaus Cottbus, Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik. Als Mechatroniker macht man klassischen Ölwechsel auch oder eine Bremsanlage oder Räder-Reifen wechseln. Aber halt auch Mechatronik beinhaltet ja auch Elektrik und deswegen auch die elektrischen Komponenten dahinter. Weil ein Fahrzeug ist ja nicht bloß alles mechanisch, sondern wir haben auch Elektrik. Licht zum Beispiel, brauchen wir Spannung, brauchen wir Strom, wir haben eine Fahrzeugbatterie. Und die ganzen Sachen dahinter, auch die Steuergeräte, die das alles steuern, das ist, umfasst halt den elektrischen Teil noch. Ja, mit meinem Facharbeiter arbeite ich sehr eng zusammen, mit dem Meister natürlich auch. Wenn man mal nicht weiterkommt, unterstützen einen noch die Kollegen. Und ja, wir sind ein gutes Team, bringen uns gegenseitig voran. Ja, wir verstehen uns alle sehr gut. Ich wollte eigentlich immer was mit Computer machen und dann das Moped dazwischen kam, sag ich mal, habe ich Moped, die Technik bzw. das Auto dann kennengelernt und durch das Schülerpraktikum bzw. durch ein Praktikum in den Sommerferien war ich mir dann der Sache sehr sicher und da war die Entscheidung für mich klar, ich möchte hier auch in der Firma, wo ich auch Praktikum gemacht habe, meinen Beruf lernen. Und jetzt durch die Spezialisierung auf System- und Hochvolttechnik, sprich Kfz-Elektriker, um es einfach zu sagen, habe ich meine Berufsschule in Schönefeld und da muss ich alle drei Wochen für eine Woche hin. Meine Arbeitszeiten sind von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr, Spätschicht auch teilweise und jetzt, wenn Rädersaison ist, auch mal am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Das Beste ist eigentlich, wenn man auf Fehlersuche ist und es kann verzweifelt sein, wenn man den Fehler nicht findet, aber wenn man ihn gefunden hat und man eine lange Zeit gebraucht hat, um ihn zu finden oder eine lange Odyssee hinter sich hat, ist es umso geiler, den Fehler zu finden, zu beheben und zu sehen, dass es funktioniert. Dieses Erfolgserlebnis ist einfach toll, mechanisch wie auch elektrisch. Die spektakulärsten Autos, die wir eigentlich hier hatten, waren mal ein SLS AMG oder ein AMG GT Black Series. Sind ja sehr, sehr selten, darf ja auch nicht jeder kaufen oder besitzen so ein Fahrzeug. Ja, das waren eigentlich so die Highlights automobiler Technik. Mein Plan nach der Ausbildung ist, vielleicht den Meister zu machen oder den Servicetechniker oder halt sich jetzt auch spezialisieren mehr auf Hochvolt, also sprich auf Elektroautos. Da gibt es ja unzählige Lehrgänge, die man dafür machen kann. Auf jeden Fall in der Firma weiterzubleiben und an Autos zu schrauben und Fehler zu suchen und die beseitigen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr stolz, Azubi des Monats zu sein. Das ist für mich eine sehr große Auszeichnung. Hätte ich niemals damit gerechnet und freut mich auf jeden Fall sehr, sehr.